Der amerikanische Physiker Robert Allen Bartlett hat mal gesagt, dass die größte Unzulänglichkeit der menschlichen Rasse ihre Unfähigkeit sei, die Exponentialfunktion zu verstehen. Und in der Tat sind wir von der Evolution offenbar nicht mit der Fähigkeit ausgestattet worden, uns exponentielles Wachstum vorzustellen, das in der momentanen Situation aber eine große Rolle spielt. Zum Glück können wir dieses Phänomen aber zumindest mathematisch erfassen. Und da aus Gründen, die Ihnen bekannt sind, momentan in den Hochschulen kein regulärer Lehrbetrieb stattfindet, hatte ich etwas Zeit, ein Video darüber aufzunehmen. Ich musste noch vor wenigen Tagen feststellen, dass Studenten, die es eigentlich besser wissen sollten, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus als Panik abtaten. Und das Feierverhalten, das man am Wochenende zum Beispiel auf dem Kiez hier in Hamburg beobachten konnte, zeigte ebenfalls, dass es vielen Leuten offenbar noch ein Bewusstsein für die Brisanz der Lage fehlt. Vielleicht kann dieses Video ja dazu beitragen, die Sinne in dieser Beziehung etwas zu schärfen. Ich möchte zunächst mal ganz allgemein erklären, was exponentielles Wachstum ist und inwieweit es sich ganz anders verhält als lineares Wachstum, das wir uns vorstellen können. Dann werde ich darauf eingehen, wieso man bei Infektionskrankheiten mit exponentiellem Wachstum rechnen muss und was das konkret im aktuellen Fall bedeuten könnte. Zum Schluss sage ich noch ein paar Sätze zu logistischem Wachstum, mit dem man das langfristige Verhalten einer solchen Pandemie prognostizieren kann. Da sich das Video eher an die Allgemeinheit richtet, werden regelmäßige Besucher meines Kanals hier wahrscheinlich kaum etwas Neues lernen, weil ich versuchen werde, mich mit mathematischen Details zurückzuhalten und eher mit aussagekräftigen Beispielen und Grafiken zu arbeiten. Aber vielleicht haben Sie ja jemanden im Kreise Ihrer Verwandten oder Bekannten, dem Sie das Video zeigen wollen. Ein häufig verwendetes Beispiel, um exponentielles Wachstum einzuführen, ist eine alte Legende aus dem Indien des 3. oder 4. Jahrhunderts, die ich hier auch in leicht modifizierter Form erzählen möchte. Der allmächtige Herrscher hat von seinem Untertanen ein sehr schönes Schachbrett geschenkt bekommen und als Dank darf sich der Untertan eine Belohnung wünschen. Er wünscht sich Reis. In der modernen Variante, die ich für dieses Video erzähle, überlegt er sich zunächst, wie viel Reis ein großer Kipplaster transportieren kann. Wir nehmen mal an, dass das 10 Tonnen sind, weil das halbwegs realistisch ist und sich gut rechnen lässt. Falls Sie jetzt darüber nachdenken, ob es wirklich 10 oder nicht vielleicht 20 oder nur 5 sind, dann werden Sie gleich sehen, dass solche Details für das folgende Beispiel keine Rolle spielen werden. Und nun wünscht sich der unverschämte Untertan für jedes Feld des Schachbretts so eine LKW-Ladung voll Reis. Wie viel Reis wäre das insgesamt? Wie kann man sich das vorstellen? Wir gehen dafür von den Statistiken aus, die man online findet, und die besagen, dass in Deutschland durchschnittlich 5 Kilo Reis pro Kopf und Jahr konsumiert werden. Ein Schachbrett hat 8x8, also 64 Felder. Das entspricht 640 Tonnen, also 640.000 Kilogramm Reis. Teilt man diese Zahl durch die oben erwähnten 5 Kilo, so kommt man auf 128.000. Laut Wikipedia ist das ziemlich genau die Einwohnerzahl von Offenbach. Mit dieser Menge Reis könnte man also eine Großstadt wie Offenbach ein ganzes Jahr lang versorgen. In der Originalversion der Legende wirkt der schlaue Untertan zunächst ungleich bescheidener. Er wünscht sich weder einen LKW voll Reis noch einen Sack Reis, sondern lediglich ein einziges Reiskorn, das auf das erste Feld des Schachbretts gelegt werden soll. Allerdings soll dann auf das nächste Feld die doppelte Menge gelegt werden, also zwei Reiskörner. Auf das folgende Feld wieder die doppelte Menge, das heißt vier Körner. Dann auf das nächste Feld natürlich 8 Körner und so weiter. Mit der grafischen Darstellung wird es jetzt schwierig, also wollen wir mal ausrechnen, wie viele Reiskörner auf dem letzten Feld liegen werden. Wohlgemerkt, wir berechnen der Einfachheit halber nur die Reismenge auf dem letzten Feld, obwohl das Berechnen der Gesamtmenge auch nicht wesentlich schwieriger wäre. Es würde aber von unserem Ziel etwas ablenken. In dieser Tabelle habe ich mit der Berechnung schon mal angefangen. Auf dem dritten Feld liegen zum Beispiel 2 mal 2 Körner, weil wir die vorherige Zahl 2 verdoppeln, also mit 2 multiplizieren müssen. Auf dem nächsten liegen dann 2 mal 2 mal 2, dann 2 mal 2 mal 2 mal 2 und so weiter. Sie erinnern sich vielleicht noch aus der Schule, dass es eine abkürzende Schreibweise für solche Produkte gibt. Man schreibt 2 hoch 2, 2 hoch 3 etc. Wenn wir das fortsetzen, dann sehen wir, dass auf dem letzten Feld 2 hoch 63 Reiskörner liegen werden. Das ist ein Produkt mit 63 Faktoren. Heutzutage ist es einfach, so eine Zahl vom Computer ausrechnen zu lassen. Der wird uns sagen, dass 2 hoch 63 mehr als 9 Trillionen sind. Aber eigentlich kann sich niemand so eine große Zahl vorstellen. Daher versuchen wir es wieder mit einer Abschätzung und gehen dafür davon aus, dass ein Reiskorn 25 Milligramm wiegt. Auch hier spielt es für das Ergebnis keine so große Rolle, ob dieser Schätzwert perfekt ist. Sie müssen jetzt nicht zur Küchenwaage rennen und Reiskörner abwiegen.
Multiplizieren wir dieses Gewicht mit 2 hoch 63, so kommen wir auf 230 Milliarden Tonnen Reis. Wir ahnen schon, dass das sehr viel ist, aber es ist wieder eine Zahl, die schwer vorstellbar ist. Daher zwei Modellrechnungen dazu. Schaut man online nach, wie viel Reis auf der Welt pro Jahr produziert wird, so kommt man zu dem Ergebnis, dass 230 Milliarden Tonnen ausreichen würden, die ganze Welt 500 Jahre zu ernähren. Ich rechne das jetzt nicht im Detail vor, weil das nur ablenken würde, aber vergleichen Sie das mit einem Jahr Offenbach und bedenken Sie dabei, dass in den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde viel mehr Reis als in Deutschland konsumiert wird. Ein anderer hilfloser Versuch, sich das vorzustellen, würde man die 2 hoch 63 Reiskörner über Deutschland ausschütten, so wäre das gesamte Land mit einer Reisschicht in einer Höhe von etwa 80 cm bedeckt. Auch grafische Darstellungen versagen bei solchen Größenordnungen. Ich habe hier mal die ersten 11 Schritte dargestellt, das heißt, das untere Rechteck zeigt die Menge der Reiskörner, die dem 11. Feld des Schachbretts entsprechen. Schon im 12. Schritt hätten wir so viele Reiskörner, wie sich insgesamt auf der Folie befinden, plus noch ein weiteres. Die klassische Darstellung in einem Koordinatensystem hilft dabei auch nicht weiter. Hier habe ich zunächst mal die Reismenge aufgetragen, die man mit der LKW-Variante erhalten würde. Auf der vertikalen Achse ist das Gewicht in Tonnen aufgetragen. Die horizontale Achse entspricht den 64 Feldern des Schachbretts. Für die folgenden Überlegungen ist es aber ganz gut, wenn man sich das vielleicht als zeitlichen Verlauf vorstellt. Zum Beispiel so, dass jeden Tag ein weiterer LKW beladen wird, sodass wir bei Position 30 etwa den Zustand nach 30 Tagen hätten. Die Kurve, die man so erhält, ist eine Gerade. In der Mathematik nennt man das lineares Wachstum. Und auch dann, wenn es um große Mengen, wie zum Beispiel viele Tonnen Reis geht, können wir uns das mehr oder weniger vorstellen. Im Vergleich dazu habe ich in das Diagramm nun in roter Farbe die Reismengen eingetragen, die man durch tägliches Verdoppeln erhält. In den ersten etwa 25 Tagen ist die Menge so gering, dass man in diesem Maßstab gar nicht erkennen kann, ob sich überhaupt schon etwas Reis angesammelt hat. Erst kurz vor 30 beginnt die Kurve langsam anzusteigen, dann aber immer stärker. Am 35. Tag hat die rote Kurve die blaue überholt. Der 37. Tag passt schon nicht mehr auf den Bildschirm. Um den roten Punkt für den 64. Tag sehen zu können, müssten Sie mehr als 250 Millionen Bildschirme derselben Größe übereinander stapeln. Das ist exponentielles Wachstum. Von exponentiellem Wachstum spricht man dann, wenn ein Wert immer wieder mit einem Faktor multipliziert wird. In unserem Fall war der Faktor 2, weil immer verdoppelt wurde. Aber jeder Faktor, der größer als 1 ist, führt zu so einem unvorstellbaren Wachstumsverhalten. Ich habe hier mal aufgetragen, wie es aussehen würde, wenn der Faktor statt 2 nur 1,7 wäre. Wobei wir uns jetzt nicht darüber streiten wollen, wie 70% von einem Reiskorn aussehen. Man hätte dann auf dem zweiten Feld nicht 2, sondern 1,7 Reiskörner und auf dem dritten nicht 4, sondern 1,7 mal 1,7, also 2,89. Nichtsdestotrotz überholt auch diese grüne Kurve die blaue mit Leichtigkeit, nur eben etwas später. Und auch sie passt kurz danach auf keinen Bildschirm mehr. Exponentielles Wachstum mit Faktoren, die größer als 1 sind, wird lineares Wachstum immer überholen, wie man hier sieht. Dass man die Anzahl der LKWs pro Feld zum Beispiel verdoppelt, ändert faktisch nichts. Die Gerade wird dann halt einen Tag später überholt. Es würde auch keinen großen Unterschied ausmachen, wenn man zum Beispiel für jedes Feld 1000 Laster erhalten würde. Das exponentielle Wachstum wäre dann nach 10 Tagen an der Gerade vorbeigesaust. Weil die klassische grafische Darstellung hier versagt, verwendet man manchmal logarithmische Skalen. Ich will die hier nicht im Detail erklären, das habe ich in einem anderen Video schon mal gemacht, aber ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass man bei Grafiken immer auf die Beschriftung der Achsen achten muss. Auf dieser Folie sieht man erneut unsere beiden ursprünglichen Schachbrettbeispiele. Das exponentielle Wachstum sieht hier auf einmal ganz harmlos und nicht linear aus. Gleichzeitig erweckt das lineare Wachstum den Eindruck, weiter rechts fast gar nicht mehr zu wachsen. Das liegt aber an der Unterteilung der vertikalen Achse. Beachten Sie, dass jeder Schritt nach oben hier einer Verzehnfachung der Reismenge entspricht. Also Vorsicht! Logarithmische Skalen wie diese sind manchmal nötig, um gewisse Vorgänge überhaupt grafisch darstellen zu können, aber sie können auch über die Brisanz einer Situation hinwegtäuschen, wenn man nicht genau hinschaut. Ich will aber nochmal auf das eben angeschnittene Thema zurückkommen, dass alle Exponentialfunktionen mit Faktoren größer als 1 sich im Prinzip gleich verhalten. Dafür habe ich neben der Kurve für den Faktor 2 hier auch die für die Faktoren 1,6 bzw. 3 dargestellt. Dazu zunächst zwei Anmerkungen. Ich werde die Variable in Zukunft t statt x nennen. Das ist die übliche wissenschaftliche Bezeichnung für die Zeit. Wenn wir gleich über Infektionskrankheiten sprechen, wird die horizontale Achse immer den Zeitverlauf darstellen. Außerdem sehen Sie jetzt durchgezogene Kurven statt einzelner Punkte.
Auch hier will ich nicht auf die mathematischen Details eingehen, aber auch ein Ausdruck wie zum Beispiel 2 hoch 5,3 ergibt Sinn. Die Kurven sind so gestaltet, dass ein Schritt nach rechts immer der Multiplikation mit dem jeweiligen Faktor entspricht. Wenn ich also von irgendeinem Punkt auf der blauen Kurve aus eine Einheit nach rechts gehe, dann muss ich meine Höhe verdoppeln, um die Kurve wieder zu erreichen. Bei der roten Kurve müsste ich die Höhe entsprechend verdreifachen. Aber eigentlich wollte ich hier in erster Linie demonstrieren, dass diese drei Kurven sich sehr ähnlich verhalten. Sie unterscheiden sich nur im Zeitverlauf. Man kann diesen Zusammenhang präzisieren, aber dafür braucht man dann wirklich ein bisschen Mathematik. Um zum Beispiel zu sehen, wie 2 hoch t und 3 hoch t zusammenhängen, versucht man, die Zahl 3 als 2 hoch x darzustellen. Und dieses x findet man, einige erinnern sich vielleicht, durch den Logarithmus. Das Ergebnis ist ungefähr 1,6, das heißt 2 hoch 1,6 ist ungefähr 3. Falls Sie sich gar nicht vorstellen können, was so etwas wie hoch 1,6 bedeuten soll, kann ich an dieser Stelle, weil es ja nicht zu mathematisch werden soll, nur sagen, dass 2 hoch 1,6 mehr als 2 hoch 1, aber weniger als 2 hoch 2 ist, weil 1,6 zwischen 1 und 2 liegt. Den Rest müssen Sie einfach glauben oder Sie müssen sich die Videos in diesem Kapitel anschauen, in denen die Exponentialfunktion ausführlich mathematisch behandelt wird. Wenn man diese Darstellung für 3 aber nun in den Ausdruck 3 hoch t einsetzt, dann sieht man, dass 3 hoch t dasselbe wie 2 hoch 1,6 mal t ist. Das bedeutet, die Funktion 2 hoch t erreicht dieselben Werte wie 3 hoch t und das ebenfalls mit exponentieller Geschwindigkeit. Allerdings dauert das länger, nämlich etwa 1,6 mal so lange. Das ist die Bedeutung der Zahl 1,6 in diesem Zusammenhang. Andersherum kann man auch sagen, dass 3 hoch t 1,6 mal so schnell wie 2 hoch t ist. Auf jeden Fall sollte bei Ihnen hängen bleiben, dass exponentielles Wachstum immer exponentielles Wachstum ist. Der Faktor, in diesem Fall 2 bzw. 3, entscheidet lediglich darüber, wie schnell das exponentielle Wachstum abläuft. So, nach dieser Vorbereitung kommen wir nun zu den Viren. Was haben die mit exponentiellem Wachstum zu tun? Ich möchte vorher klarstellen, dass ich kein medizinischer Experte bin, sondern das alles hier nur aus Sicht der Mathematik darstelle. Das heißt auch, dass Sie alle Zahlen auf den folgenden Folien als Beispielwerte betrachten sollten und dass die Dinge, die ich hier berechne, nicht als realistische Szenarien gedacht sind. Weil aber in sozialen Medien leider häufig Dinge verzerrt dargestellt oder aus dem Zusammenhang gerissen werden, habe ich die folgenden Folien mit einem entsprechenden Warnhinweis im Hintergrund versehen. Sieht zwar ein bisschen doof aus, ist aber vielleicht nötig. Es liegt mir fern, mit diesem Video Panik zu schüren. Ich glaube, dass die große Mehrheit halbwegs unbeschadet aus dieser Situation herauskommen kann, wenn sich alle vernünftig verhalten. Es wird allerdings wohl länger dauern. Weil sich aber momentan leider viele Leute noch nicht vernünftig verhalten, hoffe ich, dass dieses Video dazu beitragen kann, dass einige verantwortungsbewusster handeln. Zurück zur Frage, was Viren oder ganz allgemein ansteckende Krankheiten mit exponentiellem Wachstum zu tun haben. Man kann für solche Krankheiten, wenn man genügend Daten über sie hat, ihre sogenannte Basisreproduktionszahl berechnen. Damit ist gemeint, wie viele gesunde Menschen von jemandem, der infiziert ist, im Durchschnitt angesteckt werden. Der Coronavirus, mit dem wir es gerade zu tun haben, ist zu neu, um die Basisreproduktionszahl verlässlich angeben zu können. Experten schätzen aber, dass sie zwischen 1,5 und 4 wahrscheinlich eher im höheren Bereich liegt. Für die Grafik hier habe ich mal den Wert 3 angenommen. Das bedeutet, dass die erste infizierte Person 3 weitere ansteckt und die dann jeweils 3 weitere, sodass wir im nächsten Schritt schon 9 neue Infizierte haben. Steckt jeder von denen wieder 3 Personen an, dann sind wir bei 27 und so weiter. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist exponentielles Wachstum, in diesem Fall unsere Kurve 3 hoch t. Und auch wenn die Zahl 3 vielleicht zu hoch ist, haben wir es auf jeden Fall mit exponentiellem Wachstum zu tun. Dass wir es bei Corona mit exponentiellem Wachstum zu tun haben, kann man auch den im Internet zugänglichen Zahlen entnehmen. Hier sind zum Beispiel die bestätigten Fälle bis zum 16. März dargestellt. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die Kurve der Realität hinterherhinkt, weil es erstens dauert, bis Tests aus dem Labor zurückkommen und erfasst werden, weil zweitens wahrscheinlich die große Mehrheit der Fälle gar nicht erfasst wird, weil die Betroffenen nur leichte Symptome haben und weil drittens auch nicht alle Fälle mit schweren Symptomen getestet werden konnten. Man ahnt aber auf jeden Fall schon, dass es sich um exponentielles Wachstum handelt. Und es gibt mathematische Methoden, mit denen man eine möglichst gut passende Exponentialfunktion zu vorgegebenen Daten finden kann. Ich habe das mal mit einem Computeralgebra-System gemacht und komme damit auf das hier gezeigte Ergebnis, das ich auch als Kurve auf das Balkendiagramm gelegt habe. Ignorieren Sie erstmal den Vorfaktor 38. Wenn die Zahlen stimmen, dann entspricht der Faktor 1,3 einer täglichen Steigerung der Fälle um 30%. Anders ausgedrückt, in weniger als 3 Tagen verdoppelt sich die Zahl der bestätigten Fälle in dieser Übersicht.
Sie können das auch anders rechnen. Nehmen Sie sich jeweils die Fallzahl an einem Tag und dividieren Sie sie durch die Fallzahl 3 Tage vorher. Wenn ich das mit diesen Zahlen hier mache, dann komme ich auf einen durchschnittlichen Faktor von 2,5 für 3 Tage. Das sind natürlich beides nur ganz grobe Schätzwerte und wir sehen an dieser Kurve noch nicht, welchen Effekt die Maßnahmen der letzten Tage hatten. Aber wenn der Faktor wirklich 1,3 wäre und wenn dieses Wachstum ungebremst so weiterliefe, dann würden sich die hier gezeigten Werte in weniger als 3 Wochen verhundertfachen. Statt 7.000 bestätigter Fälle hätten wir dann also etwa eine Dreiviertelmillion. Ich hoffe, das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass der Virus sich nicht mit derselben Geschwindigkeit weiter ausbreiten kann. Um zu verstehen, was die Anzahl der Infektionen zum Beispiel für die Auslastung der Krankenhäuser bedeutet, brauchen wir noch ein bisschen Mathematik. Es geht aber um die Frage, was sich an einer Exponentialfunktion ändert, wenn man sie mit einem festen Vorfaktor multipliziert. Hier sehen wir als Beispiel die Kurve 2 hoch t, die wir schon kennen, und daneben dieselbe Kurve mit dem Faktor 0,1 multipliziert. Die Werte auf der grünen Kurve entsprechen also immer 10% des darüberliegenden Wertes auf der blauen Kurve. Man sieht an diesem Bild ganz gut, dass die beiden Kurven eigentlich identisch sind. Die grüne Kurve ist nur nach rechts verschoben, das heißt, alles passiert genauso, aber etwas später. Man kann das mathematisch so ähnlich wie vorhin begründen, indem man den Vorfaktor 0,1 in der Form 2 hoch x darzustellen versucht. Wie eben kann man das mit Hilfe des Logarithmus lösen und kommt ungefähr auf den Wert minus 3,3. Ersetzt man nun 0,1 durch 2 hoch minus 3,3, so kommt man auf das, was wir in der Grafik schon gesehen haben. 0,1 mal 2 hoch t ist quasi dieselbe Kurve wie 2 hoch t, nur um 3,3 nach rechts verschoben. Nochmal ohne Formeln, 0,1 mal 2 hoch t erreicht dieselben Werte wie 2 hoch t und ebenfalls mit exponentieller Geschwindigkeit. Allerdings passiert das später, nämlich zeitversetzt um etwa 3,3 Einheiten. Und was bedeutet das nun wiederum für Corona? Wenn wir unseren Wert 1,3 von vorhin aufgreifen, dann bedeutet ein Vorfaktor von 0,1 eine Verzögerung um etwa 8,8 Tage. Konkret heißt das, momentan müssen offenbar 10% der bestätigten Fälle im Krankenhaus behandelt werden. Wenn sich dieser Anteil nicht ändert und wenn wir einen ungebremsten Anstieg mit dem Faktor 1,3 voraussetzen, dann können Sie jeweils die Anzahl der bestätigten Fälle heute als Schätzwert dafür nehmen, wie viele Menschen in knapp 9 Tagen im Krankenhaus liegen. Und dabei habe ich nicht vergessen, dass zum Glück auch wieder Menschen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Leider spielt das bei exponentiellem Wachstum der neuen Fälle und längeren Aufenthalten im Krankenhaus kaum eine Rolle. Wenn Sie statt mit 10% mit 1% rechnen, dann haben Sie die Zahl, die der momentan geschätzten Mortalitätsrate entspricht. Das heißt, pro 100 bestätigte Fälle gibt es im Durchschnitt einen Todesfall. Statt auf 8,8 kommen Sie dann auf ca. 18. Die Fallzahlen von heute würden also voraussagen, wie viele Menschen in weniger als 3 Wochen durch Corona gestorben sein werden. Lassen Sie mich noch einmal wiederholen, dass dies nur Beispielrechnungen sind, die insbesondere auf der Annahme beruhen, dass nichts oder zu wenig zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr getan wird. Aber diese Zahlen, wenn es sich auch nur um grobe Schätzungen handelt, machen hoffentlich klar, dass etwas getan werden muss. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Sätze zum langfristigen Verlauf so einer Krankheit sagen. Sie haben sich wahrscheinlich selbst schon gedacht, dass der exponentielle Anstieg einer Infektionskrankheit nicht immer weitergehen kann. Es muss spätestens dann aufhören, wenn alle Menschen infiziert sind. Auch hier kann ich wieder nur ein stark vereinfachtes Modell zeigen, das sich aber als grobe Schätzung in ähnlichen Situationen bewährt hat. Es stammt aus der Populationsdynamik und ich werde es auf einer Folie ganz grob begründen. Wenn Ihnen das zu viel Mathematik ist, reicht es aber auch, wenn Sie sich die Kurven auf der nächsten Folie anschauen. Das Modell beruht auf verschiedenen Annahmen, von denen wir bisher noch nicht wissen, ob sie stimmen, die aber relativ wahrscheinlich sind. Die erste Annahme ist, dass jemand, der eine Infektion überstanden hat, immun ist. Das scheint nach den momentanen Erkenntnissen zu stimmen. Es könnte allerdings wie bei der Grippe sein, dass diese Immunität nur für einen begrenzten Zeitraum gilt, weil die Viren sich mit der Zeit ändern. Die zweite Annahme ist, dass es vorerst keine Impfung gibt. Das dürfte auch realistisch sein. Selbst die größten Optimisten scheinen momentan davon auszugehen, dass Impfstoffe nicht vor 2021 zur Verfügung stehen werden. Man möchte nun eine Funktion f finden, deren Funktionswert ft angibt, welcher Anteil der Bevölkerung zum Zeitpunkt t infiziert ist. Dafür nimmt man an, dass der Anstieg dieser Funktion proportional zur aktuellen Zahl der Infizierten ist. Das haben wir die ganze Zeit schon getan. Im Prinzip besagt das nur, dass doppelt so viel Infizierte doppelt so viel Gesunde infizieren können. Wenn man nur diese Annahmen zugrunde legt, ergibt sich der exponentielle Anstieg, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben. Wir fügen aber noch eine weitere realistische Annahme hinzu. Der Anstieg von f wird höchstwahrscheinlich auch proportional zu 100% minus ft sein.
Das bedeutet übersetzt, dass wegen der angenommenen Immunisierung nur Menschen neu infiziert werden können, die den Virus noch nicht hatten. Es wird also für den Virus sozusagen immer schwerer, neue Opfer zu finden. Mathematisch laufen diese Annahmen auf eine Differentialgleichung hinaus, die man lösen kann. Ignorieren Sie die Formel, wenn sie Ihnen nichts sagt. Und falls sie Ihnen etwas sagt, K ist hier ein Proportionalitätsfaktor, der sich aus den vorhandenen Daten ergeben muss. Das, was dabei herauskommt, nennt man jedenfalls eine logistische Funktion und man spricht dann von logistischem Wachstum. Ich werde Ihnen auf der nächsten Folie zeigen, wie solche Funktionen aussehen. Nämlich so. Die Kurve steigt zunächst an, wie bei einer Exponentialfunktion, wird dann aber nach und nach immer stärker abgebremst, bis sie irgendwann fast gar nicht mehr ansteigt. Man spricht auch von einer sogenannten Sigmoid-Funktion. Mit den Prozentwerten in der vertikalen Skala ist der Anteil der Infizierten gemeint. Auf der horizontalen Zeitskala habe ich absichtlich keine Werte aufgetragen. Es wäre zum jetzigen Zeitpunkt völlig unseriös, vorherzusagen, wie viele Monate oder Jahre dieser Prozess dauern wird. Man kann sich aufgrund dieser Funktion relativ leicht eine Kurve für die Auslastung der Krankenhäuser herleiten, wenn man davon ausgeht, dass der Anteil derer, die behandelt werden müssen, gleich bleibt und dass alle ungefähr gleich lange im Krankenhaus bleiben. Das würde in etwa so wie hier aussehen. Beachten Sie, dass erstens die vertikale Skala nun einen ganz anderen Maßstab hat und dass diese Werte auf Annahmen beruhen, die ich quasi aus der Luft gegriffen habe. Für den Fall, dass Ihnen eine Zahl wie 0,2% sehr klein vorkommt, sei aber vorsichtshalber gesagt, dass das bei etwa 80 Millionen Deutschen bedeuten würde, dass ca. 160.000 Menschen zur selben Zeit wegen Corona behandelt werden müssten. Das wäre eine Zahl, die unser Gesundheitssystem mit Sicherheit nicht auffangen könnte. Hier wird noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, den Anstieg der Infektionszahlen abzubremsen. Wenn die rote Kurve deutlich langsamer steigt, so wie hier gezeigt, dann fällt auch der höchste Punkt der blauen Kurve entsprechend stark ab. Und darum ging es mir eigentlich die ganze Zeit. Damit wir den Anstieg abbremsen können, müssen alle mithelfen. Und dafür müssen erst einmal alle überzeugt sein, wie wichtig das ist. Ich hoffe, dass dieses Video dazu beitragen kann. Bleiben Sie gesund!